Heute gibt es was ganz Besonderes. Und zwar gibt es eine 7-teilige Serie zum Thema Kauf von Immobilien. Wir gehen auf ein paar Punkte ein, die aus unserer Sicht wichtig oder sehr wichtig sogar sind. Und erzähle dazu einfach mal meine Meinung. Wir haben die Audiospuren aus den YouTube-Videos rausgenommen. Wenn du noch den Kanal nicht abonniert hast, ich verlinke den gerne in den Kommentaren bzw. in den Shownotes. Schau auch gerne da rein, weil wir momentan die Kanäle mit verschiedenen Themen betanken. Das heißt, was wir bei Podcast haben, ist in der Regel nicht auf dem YouTube-Kanal und andersrum genauso. Hier haben wir auf jeden Fall eine Ausnahme. Hier haben wir die Audiospur rausgenommen und die hörst du jetzt. Ich wünsche viel Spaß bei der ersten Folge. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Lage. Sie kennen wahrscheinlich alle den Spruch oder den Spruch eines Maklers. Es gibt drei Punkte bei Immobilien, die man beachten muss. Lage, Lage, Lage. Ich muss persönlich sagen, ich habe lange Zeit diesen als Spruch und einfach nur nicht wirklich ernst genommen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, kann man voll und ganz unterschreiben und auch komplett beachten. Um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, meine persönliche Meinung ist, eine Lage können Sie nie ändern. Ich würde heute lieber ein Objekt, was Sanierung oder renovierungsbedürftig ist, in einer guten Lage kaufen, als einen perfekt hergerichteten Zustand, eine wirklich Top-Ausstattung, aber dafür in einer einfachen oder sehr einfachen Lage. Der Hauptgrund dafür ist, den Zustand der Immobilie kann ich jederzeit durch Einwurf von Geld und Münzen instand setzen, modernisieren oder auf ein Niveau heben, dass man das wieder top auf dem aktuellen Stand kriegt oder was halt gewünscht ist. Die Lage verändere ich nicht. Die Lage verändert die Politik. Die Mikrolage kann vielleicht eine Stadtteilpolitik ändern. Vielleicht gibt es Programme von der Gemeinde, die dann eventuell was macht. Aber auch das ist erfahrungsgemäß eine Situation, die kann Jahrzehnte dauern. Wir haben hier viele Projekte im Ruhrgebiet gehabt, die man früher als Brand oder als Punkte gesehen hat, wo man halt nachts nicht unbedingt raus wollte oder zumindest nicht alleine sich rausgetraut hat, 19 Uhr, wenn es dunkel war. Diese Problembezirke versuchen die Städte und Gemeinden teilweise immer noch aufzubessern und zu ertüchtigen. Aber das ist eine Situation, zum einen, die haben sie nicht selber in der Hand. Sie sind immer darauf angewiesen, dass andere das machen, andere müssen mitziehen und man spricht bei der Situation über Jahre, eher Jahrzehnte. Das heißt also, dies haben sie nicht selbst in der Hand. Und alleine das wäre für die Situation, die ich nicht gerne hätte. Ich würde gerne meine Objekte selber steuern können, ich möchte gerne Hebel selber in die richtigen Richtungen leiten und nicht darauf angewiesen sein, dass eine Stadtpolitik, die eventuell auch gemacht werden muss, es ist nicht immer so, dass auch automatisch die Stadt das erkennt und auch Mittel dafür hat, das ist auch noch ein Thema. Städte in NRW sind sehr oft kurz in der Insolvenz oder vor der Insolvenz, weil das kostet auch viel Geld. Daher, ich kann so bestätigen, Lage, Lage, Lage. Das zweite ist bei der Auswahl ganz wichtig, Grundriss, passt der dazu, was das Objekt hergeben soll. Klassischer Fall, wenn ich eine Dreizimmerwohnung habe, muss ich gewisse Wohnflächen haben, meistens 60, 70 Quadratmeter aufwärts, aber das heißt, meine Zielgruppe ist Familien. Das heißt wiederum, ich muss zu der Makrobetrachtung reingehen, gibt es Schulen, Kindergärten, sind die fußläufig erreichbar? Wie sieht es aus mit Verkehrsanbindung? Wobei Verkehrsanbindung eigentlich immer ein Thema ist, komme ich gut zum Flughafen? Wie weit komme ich dann zum nächsten Flughafen? Wie weit ist er gelegen? Wie komme ich zum nächsten Hauptbahnhof? Autobahn, ganz wichtig, ich meine, im Ruhrgebiet ist ja eigentlich alles recht gut verbunden, aber auch das ist ein Thema, wie schnell komme ich, wenn ich pendeln muss, zum Job?
Das sind auch Kriterien, die immer zu beachten sind dabei. Natürlich geht auch dabei in der Makrolage, es gibt Stadtteile, die sind im Aufwärtstrend, in Abwärtstrend dabei. Auch da muss man gucken, wo man sich was einkauft und wie es sich entwickeln könnte. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass man beachtet, wer ist meine Zielgruppe? Ist sie nachhaltig da? Gibt sie doch über die nächsten 10, 20, 30 Jahre, je nachdem, wie lange der View dabei ist. Bei Fix und Flip ist das vielleicht nicht so spannend. Wenn ich sage, ich habe die Buy-and-Hold-Strategie 10 Jahre plus X, nachdem das Finanzamt mich dann nicht irgendwie beteiligt an irgendwelchen Kosten, da muss ich wissen, muss ich in 10 Jahren auch noch Mieter finden dafür. Das heißt also, ich muss ganz klar wissen, was ist mein Klientel im Objekt, wen vermiete ich, wer ist meine Traumzielgruppe, gibt es davon genug und haben die alles das, was sie brauchen. Dann gibt es natürlich Sachen, die man immer braucht, ist sowas wie Nahversorgung, das heißt, ich brauche Ärzte in der Nähe. Am möglichsten ein Ärztehaus, wo ich halt alle möglichen Bereiche habe. Natürlich Einkaufen ist ja noch ein Thema. Zwar ist jetzt das Einkaufen in Sachen Elektronik und ähnliches durch Amazon und ähnliches überhaupt kein Thema mehr, aber ich brauche immer noch meine Lebensmittel. Das heißt, ich muss immer noch einen Vollsortimentladen in der Nähe haben, ich muss irgendwo noch meine Sachen kaufen können für meinen täglichen Bedarf. Das am besten noch fußläufig, sodass ich das vielleicht nicht immer das Auto bewegen muss. In Großstädten wird nämlich das Auto oder ein Parken mein Problem. Parken, das nächste Stichwort. Ab bestimmten Wohnungsgrößen ist mindestens ein Fahrzeug, teilweise zwei oder drei Fahrzeuge im Haushalt dabei. Es gibt Lagen, da fahren Sie 10, 15 Minuten im Block, um Parkplatz zu finden. Ist halt auch schwierig. Aber anders muss man dazu sagen, überall, wo Parkplatznot ist, ist auch Wohnungsnot. Das heißt also, da sind Leute auch wieder, nehmen das gerne in Kauf. Wenn ich da die Möglichkeit habe, natürlich mit dem Parkplatz zu glänzen, Shareplatz in der Nähe haben, ähnliches, Tiefgarage, Garage, ist natürlich ein riesen Mehrwert, der meine Vermarktung immer deutlich besser macht als der Marktbegleiter oder die aus anderen Objekten direkt in direkter Nachbarschaft sind. Das sind so die Grundgedanken. Vielleicht mal einmal kurz den Gedanken einsteigen und überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Ist die Zielgruppe auch noch nachhaltig in den nächsten 10 Jahren da und kann die noch da leben? Will sie da leben? Wie kommt die Zielgruppe? Flughafen, Arbeit, Urlaub, Verkehrsanbindung ist ganz wichtig. Dann brauche ich immer Ärzte und ich brauche Versorgung mit Nahrungsmitteln. Ist das gegeben? Das sind die Grundgedanken dabei. Aber erster Gedanke, nicht vergessen, Lage, Lage, Lage. Das war der erste Teil. Jetzt kommen noch ein paar weitere Videos dazu. Wir gehen immer auf ein Thema kurz ein. Wenn ich etwas vergessen habe oder etwas nicht da war und es Rückfragen gibt, bitte einfach unten die Kommentare reinschreiben. Ich lese jeden Kommentar selbst und kommentiere das, beantworte die Fragen. Wenn was unklar sein sollte oder es irgendwie in die Tiefe gehen sollte, können wir gerne mal kurz dazu ein Video nochmal drehen. Auch das ist kein Problem. Also einfach liken, teilen und kommentieren und dann geht's weiter zum nächsten Video. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de. Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonnier den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling.